die kullern ja manchmal hier irgendwo im Nirgendwo rum. Hier zum Beispiel. Geh noch mal hier rein in dem. Ja, da hängt auch noch eines. So, hier fahren jetzt keine. Kommen wir hier überhaupt rein? Oh ja. Ich guck trotzdem sicherheitshalber mal überall ab. Und wenn, wir sind ja jetzt so stark. Dann müssen wir zurück zu Nade Gale und müssen mal die Synthese-Dinger machen. Ich darf überall einen Vertrag machen. Es ist denen scheißegal, wo ich einen Vertrag mache. Ich habe auch bei Vodafone einen Vertrag, also einen Festnetzvertrag. Also demnach... Man sollte dann halt bloß nicht bei den Kunden hausieren gehen, dass man woanders noch einen Vertrag hat. Weil Kunden reagieren da warum auch immer ein bisschen komisch. So, jetzt holen wir uns mal wieder unsere Bomberküken. Du hast nicht mal einen Internetvertrag? Das ist doch auch schon ein Vertrag. Ich habe ja auch schon ein paar Arbeitskollegen gefragt, ob ich jetzt nicht meinen DSL-Vertrag bei Vodafone kündigen will und dann lieber bei 1&1 ein will. Weil da gibt es ein Online-Angebot, dass du eine PlayStation 5 statt einem Rabatt kriegst. Kostet aber 14,99 € pro Monat. Ah, Vodafone Prepaid, okay. Hatte ich auch lange Zeit. Dann habe ich irgendwann mal für Vodafone telefoniert. Ich hab schon für einige Anbieter telefoniert. Nur noch nicht für Telekom. Warte, wir haben ihn nicht auf die Köppe gepackt. Ja, das ist einfach herrlich. Einmal Beine brechen für Roboter, bitte. Okay, keine Gesprächsthemen hier. Never mess with Iron. Iron ist echt die Härte.
sie ist eine Prinzessin. Sie ist eine gottverfickte Prinzessin, die Frau. In der Luft angegriffen. Ist klar. Im Übrigen, sobald wir Final Fantasy 8 anfangen, es wird eines der Let's Plays sein, die nicht auf YouTube hochgeladen werden. Weil Spear hat sich mit seinen Final Fantasy Games auch ein bisschen komisch. Die erlauben zwar Final Fantasy Spiele hochgeladen, aber nur online. Keine Ahnung, warum die da beim Stream eine Ausnahme machen. Aber das ist auch so einer der Gründe, warum ich bei Final Fantasy spielen will. Mache ich das wirklich oder nicht? Atlas ist sogar noch. Naja, Atlas geht. Atlas hat bei diversen Spielen, dass die sagen, bis dahin dürft ihr nur hochladen. Das und das dürft ihr nicht zeigen. Wobei wir recht gefahrlos mit Persona 5 gelaufen sind, nachdem es schon über 2 Jahre draußen war. Und eigentlich jeder das Ende schon allein wegen Anime kannte. Ja. Am allerschlimmsten hat sich Idea Factory. Idea Factory dürftest du eigentlich nicht mal sehen. Die machen es echt kompliziert. Meinst du jetzt von Idea Factory? Der westliche. Die haben in ihren Spielen immer irgendwie stehen, dass Bildmaterial verboten ist zu zeigen. Aber ich richte mich dann ganz danach, wer der Publisher ist, weil ich glaube, der Publisher hat dann, also der es veröffentlicht hat, ein bisschen mehr zu sagen noch teilweise. Und ja. Aber ich sehe tunlichst davon ab, Idea Factory Games irgendwo hochzuladen. Es kommt halt auf die Spiele an. Otome Games traue ich mich auch nur, weil eine andere Firma, die noch teilweise published. Es gab da mal so eine Liste, da habe ich mich danach gerichtet. Kann aber sein, dass die auch schon überholt ist. Weil es ist ja, sehen wir es so, wie es ist. An sich, als Let's Player machst du nicht viel. Du spielst die Spiele, redest ein bisschen, kommentierst. Hier und da ist nicht viel Eigenleistung. Nicht sehr viel Eigenleistung, ne? Das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass jeder Spieler anders spielt. So sehe ich das. Jedenfalls, ich habe schon Faden verloren. Ist es schon echt cool von den Publishern, dass die sagen, okay, ihr dürft die Spiele auch als Let's Play veröffentlichen. Klar, die sehen das als Werbezweck für sich.
eben weil jeder anders spielt. Und wir haben es ja häufiger mal, dass man beim Let's Player da sitzt und sich denkt, oh nein, warum tust du das? Ja. Denke ich mir auch manchmal bei mir. Nein, warum mache ich das jetzt so nicht anders? Oh, das tut weh. Habe ich hier vielleicht noch irgendwo ein Gesprächsthema übersehen, nicht gesehen? Ja, da hinten ist noch eins. Mensch, gut versteckt. So, Lady Gale. Synthese. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir alles synthetisiert haben. Ich mache einfach eine Reihe nach. Ich könnte schwören, ich sehe einen unglücklichen Ausdruck bei Urfis. Aber Urfis hat ein gutes Rhythmusgefühl. Urfis hat ein echt gutes Rhythmusgefühl. Naja, ich sag ja immer, von mir aus können die monetarisieren bei mir, was sie wollen. Ich will einfach nur die Geschichten zeigen. Darum geht's mir. Ah, das ist nicht gut. Detta und Cass haben dasselbe gesagt. Ist es wirklich so schlecht? Nicht wirklich. Es sind einfach nur zu viele Zutaten, die einfach nicht in Sukiyaki reingehören. Warte, du hast das nicht probiert? Ich mache Dinge. Ihr seid diejenigen, die sie esst. Wenn Detta es schon probiert hat, hättest du dir ja schon vorstellen können, was passiert, wenn ich es auch esse. Nun, es gibt immer die Chance, dass Detta einfach nur einen seltsamen Geschmackssinn hat, nicht wahr? Außerdem, ich habe keine Zutaten benutzt, die es schlecht machen sollten. Diese Kombination von Fisch in Sukiyaki-Soße und heißer Kokosnussmilch ist einfach nur zu schrecklich. Nee. Hast du vor, Ion zu töten? Übertreib mal nicht, das wird niemanden umbringen. Außerdem, Fisch und Kokosnussmilch sind gut für den Körper. Also sag nicht so seltsame Dinge. Mann! Das ist mir egal, sollen die doch versehen, was sie wollen. Ich glaube, es läuft jetzt sogar schon von meinen Videos Werbung. Ich habe einfach nur hingeschrieben, dass es nichts für Kinder ist, weil ist halt nichts für Kinder. Ist halt so. Aber meistens monetarisieren die ja bei YouTube, also bei Let's Plays, nur die Musik. Also Videos, wo du die Musik gut hörst und nichts anderes. Das heißt, ich habe verhältnismäßig gar nicht so viele Copyright-Probleme. Da beansprucht halt das Geld, Kokos. Na schön, dass wir uns einig sind, Eis. Ich habe mir mal versucht, Kokosnuss, in einen Smoothie zu machen. Kam überhaupt nicht gut bei mir an. Ich wünschte, du würdest den Geschmack mehr bevorzugen, als wie gut die Zutaten für dich sind. Ist es wirklich so schlecht? Eigentlich war ich sehr selbstbewusst, was das hier angeht. Es ist keine Sache von gut oder schlecht. Vielleicht, vielleicht kannst du es dir ja vorstellen, was es bedeutet, wenn ich sage, es ist Sukiyaki als Sukiyaki. Raffaello geht. Esse ich nicht so sonderlich gerne. Meine Mama hat die früher mal ganz gerne gegessen. Wobei Raffaello mittlerweile auch sehr leckere Sorten macht. Zum Beispiel Raffaello Himbeere. Das ist ganz okay. Du hast dasselbe gesagt wie Cass. Und ich hatte wirklich gedacht, es sei eine gute Idee. Hör auf zu denken, es war niemals eine gute Idee.
Ist das wirklich Essen? Nun, was sollte es denn sonst sein? Es ist irgendwie schwer zu beantworten, was es sein könnte, um genau zu sein. Was glaubst du denn? Ich kann es durch die Zensur nicht sehen! Zensur? Für uns sieht das wie ein normaler Haufen von... Nee, du darfst das nicht sagen! Ich würde mich noch viel schlimmer fühlen, das jetzt in meinen Mund zu tun. Was ist da drauf? Was ist da zensiert? Ist das ein Penis? Ist das eine Brust? Was ist es? Ich hätte niemals gedacht, dein Monitor hätte so eine Funktion. Es klingt, als wenn es darauf programmiert wäre, automatisch Bilder zu zensieren, die zu schockierend sind. Nennt die Kochkünste anderer Leute nicht schockierend. Jedenfalls, es ist so gut, solange es heiß ist. Also solltest du es jetzt probieren. Das beinhaltet doch keine anderen Zutaten als Essen, oder? Es beinhaltet nur Dinge, die Menschen essen können. Und nun versuche es. Mach schon. Okay. Aber nur ein Stück. Du hast nur ein kleines bisschen an der Ecke geknabbert. Glaubst du, es ist so schlimm? Mein Handy ist laut. Moment. Weil ich warte auf 1 und 1. Auf Nachrichten. Auf gute Nachrichten. Meine beste Freundin fragt, ob ich Lust hätte, mir was zu bestellen mit ihr. Die Antwort dazu war nur, ich habe kein Geld. Wie immer. Wie immer am Ende des Monats bin ich pleite. Ach, sowas von. Naja, mal sehen, was es sagt. Und am Ende heißt es wieder, ja, ich leg's dir aus. Es schmeckt schrecklich. Du hast es auch noch so ehrlich gesagt. Nee, dieser Geschmack ist unmöglich, dass Menschen es essen können. Noch dazu, das Innere riecht verdorben. Ich weiß, dass das absichtlich so ist. Das sagst du und du weinst. Das ist auch mit Delta passiert. Nun, ich habe es auf etwas basieren lassen, das Katzen essen würden. Also nehme ich an, es ist offensichtlich, dass Menschen es nicht mögen. Wenn du so etwas machst, dann Geschmacksteste es doch vorher selbst. Irritating Ice. Es ist endlich fertig. Oh, es ist so kalt, meine Hände schmerzen. Danke wie immer, Ney. Übrigens, was für eine Art Sirup hast du denn da drauf gemacht? Das ist ein Erdbeersirup und rote Lebensmittelfarbe. Ich dachte, der normalen Farbe fehlt es an Impact. Also habe ich es dunkler gemacht. Es sieht jetzt irgendwie nach Blut aus. Es lässt dich ein bisschen erschauern, nicht wahr? Das wollte ich machen. Das wollte ich erreichen. Du denkst dir das gerade aus, nicht wahr? Ich habe das absichtlich gemacht. Wenn du denkst, dass da Blut drauf ist, dann lässt es das noch viel kälter erscheinen, nicht wahr? Ich glaube schon, aber ich möchte es außerdem auch nicht mehr essen. Ich habe dir gesagt, dass es nur Erdbeersirup ist mit ein bisschen extra Lebensmittelfarbe. Und außerdem, außerdem würde es ja passend für die Leute sein, die eine Menge Blut sehen können. Das ist wirklich verstörend. Was meinst du denn damit?
Das gequatschte Eis ist so kalt und irritierend, dass es die Anspannung in deinem Körper erhöht. Deswegen nennt man es ja auch Irritating Ice. Aber es scheint, als hätte ich das ein bisschen vermasselt. Also verursacht es noch eine andere Art von Irritation? Ja, das ist es genau. Es sorgt dafür, dass du irritiert bist und dass du sauer auf alles wirst. Ich habe keine Ahnung, warum es das macht. Hast du irgendwas da reingemacht? Nope. Es ist mysteriös, weil es normales, gecrushedes Eis ist. Aber verstehst du, warum ich sage, dass du am Ende gut siehst? Wenn man einen Kampf beginnt wegen gecrushedem Eis, dann... ja, dann ist es wohl schwer abzustreiten. Also, Leute sind so sauer auf dieses Gericht, dass sie sagen, Scheiß auf alles, kaputt machen, töten, wegen diesem fucking scheiß Eis. Oh, jetzt war ich zu schnell. Ah, das stimmt. Ich habe das alles alleine gemacht. Du kannst so ein Fest mal machen? Du bist unglaublich. Ich bin froh, dass du mir ein Kompliment machst, aber ihr beide solltet euch das mal genauer ansehen. Der Fakt, dass dort Rahmen dabei ist, reicht doch aus, um ein bisschen traurig zu sein, dass man es ein Fest mal nennt. Nein, glaube ich nicht. Alles sieht so lecker aus. Mit so vielen leckeren Gerichten ist das Festmahl das einzige Wort, womit man es beschreiben kann. Ja, stimmt, ich habe einen Log mit 3 Engeln, aber ich will halt auch nicht immer alles lesen. Weil wie? Verrat doch nicht immer alles. Oh, scheiße, ich habe keinen Chat, jetzt habe ich alles verraten. Mist. Ah, du machst mich verlegen. Okay, das hier geht auf mich. Esst so viel ihr wollt. Yay! Dann fange ich mal mit dem Croutant an. Ja, nur zu. Wow, es ist so heiß und wirklich gut. Du verhältst dich genauso wie Delta und Guess. Das liegt daran, weil es so lecker ist. Ich sollte auch die Rahmen essen, bevor sie kalt werden. Wow, die Nudeln sind perfekt und die Suppe ist wirklich reichhaltig. Ist das eine gute oder schlechte Sache? Du solltest deine Gedanken viel einfacher erklären. Es ist köstlich, Nay. Ja, das wollte ich hören. Aber warum hast du entschieden, so viel Essen zu machen? Ich hatte eine Menge von Shamflor im Lagerhaus, also wollte ich sehen, was ich damit nutzen könnte, also das kochen könnte mit all dem. Aha, du meinst das Mehl, das in Brot und so Zeug ist? Oh nein, jetzt da du es erwähnst, alles hier wird mit Shamflor gemacht. Genau, jedes Essen, das ich hier gekocht habe, benutzt Shamflor als Hauptzutat. Das ist wahrlich ein Shamflor-Miracle, in der Lage zu sein, so viel zu kochen und das nur mit einfachem Mehl. Ich bin froh, dass ich das bemerkt habe, bevor ich das alles esse. Ich habe Angst, morgen auf mein Gewicht zu sehen. Das habe ich auch. Jedes Mal, wenn ich auf die Waage steige. Ich habe mich heute auf die Waage gestellt und habe festgestellt, ich habe abgenommen. Es fehlt nur noch ein bisschen, um unter die 100 Kilo zu kommen. Das One-Hit-KO Parfait. Okay, das One-Hit-KO Parfait ist fertig. Oh, nee, sei vorsichtig. Die Eiscreme fällt ja drüber. Oh, kein Grund zur Sorge. Es sieht aus, als würde es jeden Moment drüber fallen. Aber es ist eigentlich sehr gut ausbalanciert. Das sieht wirklich sehr erfüllend aus. Ja, ich könnte mich vollkommen mit dieser Eiscreme zustopfen. Unglücklicherweise glaube ich, ist das unmöglich. Erinnerst du dich an den Namen? Aha. One-Hit-KO Parfait? Warte. Willst du damit sagen,
dass es gemacht ist, damit es nicht so einfach umfällt, nicht wahr? Yep. Dieses Parfait ist super lecker, aber es gibt ein großes Problem. Es wäre wirklich schlecht, wenn du es ausprobierst. Also werde ich mich selbst opfern. Opfern? Nee, was passiert, wenn du das isst? Beste Freundin hat geschrieben. Beste Freundin hat nicht geschrieben. Sorry. Das ist sehr irritierend. Ich mach mal den Ton auf Vibration, dann hört ihr das nicht die ganze Zeit. Du musst aufpassen müssen. Also sieh gut zu. Los geht's. Au. Geht es dir gut? Es ist so gut und süß und super lecker. Nee. Mein Kopf. Das Gehirn. Erfriert so schlimm. Was? Du hast doch nur ein bisschen gegessen. Au. Das ist schlecht. Das ist schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Nee, reiß dich zusammen. Öffne deine Augen. Das war wirklich ein One-Hit-KO. Das ist nicht die Zeit dafür. Nee, wach auf. Nee. Ich find's toll, wie man als Earth es so schön trocken kommentieren kann. Ich mag das, weil Earthis kommt dadurch dann ziemlich menschlich rüber. Nee, es ist nicht gut, dass du mit Essen spielst, weißt du? Hä? Was meinst du? Ich spiele doch nicht mit Essen. Was ist das dann? Es sieht aus wie eine Version von diesem Spiel, wo du die Steine aus dem Turm entfernst. Das ist wahr, aber ich habe es nicht gemacht, damit man damit spielen kann. Ich habe diesen Wobbly Clays erschaffen, um Menschen zu helfen, anständige Tischmanieren zu lernen. Es tut mir leid, Ney. Ich verstehe nur nicht, wie man da ordentliche Tischmanieren lernen kann. Du verstehst das immer noch nicht? Mit anderen Worten, wenn du ordentliche Manieren hast, dann kannst du das essen, ohne dass es kollabiert. Aber wenn es kollabiert, ist es ein Zeichen, dass du viel zu hastig warst, als du es gegessen hast. Du kannst dieses Gericht nutzen, um die anständigen, raffinierten Wege des Essens zu lernen. Verstehst du es jetzt? Ich bezweifle, dass es jemanden gibt, der so weit geht. Das glaube ich auch. Zuallererst, das wäre nicht wirklich gut, wenn man das isst. Du würdest ja nervös werden jedes Mal, wenn du ein Stück da rausnimmst. Also würdest du es nicht mal genießen können. Sobald du dich daran gewöhnst, wirst du wissen, dass du erwachsener geworden bist und es ganz komfortabel essen können. Ja. Nee. Ich denke, einige Leute würden das ganze Leben lang könnten ein ganzes Leben lang gut damit klarkommen, ohne das hier zu tun. Jedenfalls, unsere Manieren werden ja nicht besser, indem wir einfach nur hier herumstehen und reden. Du fängst an, Ion. Nimm welches Stück auch immer du willst. Dann werde ich einfach den hier aus der Mitte nehmen. Es sollte nicht sofort kollabieren. Dann bist du als nächstes dran. Welchen willst du rausziehen? Oh mein Gott. Du hast keinen Mut. Nee. Machst du das aus Spaß? Scheint, als wenn ich dran wäre. Mal sehen, welchen soll ich denn nehmen? Okay, ich nehme den auf der rechten. Genau unter dem, von den Ion genommen hat. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh nein, es ist zusammengebrochen. Verdammt, es ist zusammengebrochen.
Ah, es wäre so gut gelaufen. Ich werde ihn wieder aufstellen, damit wir von Anfang an, damit wir von vorne anfangen können. Du solltest nicht mit Essen spielen.